Vom Grundsatz her bin ich verhalten optimistisch, dass wir Dieselfahrverbote in Wiesbaden vermeiden können. Die Vertagung gibt uns nochmal die Möglichkeit, jetzt weitere Berechnungen vorzulegen, die auch die heute genannte Hardware-Nachrüstung bei den Bussen, bei den Dieselbussen, bei den älteren Dieselbussen dann auch voll zur Wirkung entfalten lassen, sodass wir davon ausgehen, im Februar um ein Dieselfahrverbot herumzukommen, auch bei den neuen Straßen entsprechende Minderungswirkung auch in 19 schon zu zeigen, sodass wir insgesamt eigentlich sehr optimistisch in die zweite Runde gehen werden. Insgesamt eine harte Verhandlung? Ja, also es ist sicherlich klar, wenn man einen so bunten Strauß mit vielen sehr konkreten Maßnahmen vorlegt, dass jeder einzelne auf den Prüfstand gestellt worden ist. Das ist zu erwarten gewesen, das ist Aufgabe des Gerichtes, diese Maßnahmen im Detail zu hinterfragen. Das ist heute passiert. Wir konnten, glaube ich, sehr glaubhaft rüberbringen, dass wir nicht nur die Lippen spitzen, sondern auch pfeifen werden, um die Luftqualität in Wiesbaden zu verbessern. Ich denke, da sind wir auch zu dem Gericht durchgedrungen. Die Klägerseite konnte das nicht ernsthaft erschüttern. Und jetzt geht es darum, letzte Maßnahmen in ihrer Wirkung zu bewerten, um dann sagen zu können, in Wiesbaden ist kein Fahrverbot notwendig. Man hätte vielleicht das eine oder andere früher anfangen können, aber wir sind jetzt mitten im Prozess. Es geht um Hunderte von Millionen. Alleine die Busumrüstung kostet uns 200 Millionen brutto. Da gibt es allerdings auch ein paar Fördermittel noch. Bei den anderen Maßnahmen sieht es ähnlich aus. Das ist ein ganz dickes Paket. Aber ich sage mal, die Stadt Wiesbaden ist es wert, dass man dieses Geld in die Hand nimmt, um den Verkehr neu zu ordnen, anders zu organisieren und am Ende auch die gesamte Stadt stadtverträglicher, was die verkehrliche Situation anbelangt, auch zu gestalten. Das ist der Auftrag, den wir wahrnehmen. Wir wollen die Stadt voranbringen, auch verkehrlich. Es ist immer wieder das böse Wort oder schöne Wort von der Verkehrswende in aller Munde. Wir machen die Verkehrswende in Wiesbaden.